بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute inshallah ta'ala die Ereignisse zu Ende erzählen, welche zwischen der Schlacht von Badr und zwischen der Schlacht von Uhud stattgefunden haben. Vielleicht, dass wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir haben ja die Schlacht von Uhud schon sehr ausführlich besprochen gehabt. Dann sind wir zurückgekehrt und haben uns in zwei Unterrichten mit den Ereignissen zwischen Badr und Uhud beschäftigt. In welchem Jahr war Badr gewesen? Nur nochmal zur Wiederholung, inshallah. In welchem Jahr war die Schlacht von Badr? Im zweiten Jahr. Uhud, ein Jahr später. Gut. Was waren die Ereignisse, welche wir besprochen haben, die stattgefunden haben zwischen Badr und zwischen Uhud? Einmal der Versuch von Umayr ibn Wahb mit Safwan ibn Umayyah, den Propheten sallallahu alaihi wasallam umzubringen. Und dann, ganz, ganz wichtig, was wir letztes Mal sehr, sehr ausführlich besprochen haben und was ja auch immer wieder den Muslimen und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ganz konkret vorgeworfen wird, die Vertreibung des jüdischen Stammes der Banu Qaynuqa. Wir haben über die Hintergründe gesprochen gehabt, haben aufgezeigt gehabt, dass das nichts mit Antisemitismus zu tun hat, sondern dass es sich hierbei um eine rein politische Handlung handelte, welche mit einem Vertrag zu tun hatte und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in keiner Weise hier antisemitisch konkret gegen Juden handelte. Und was war der beste Beleg hierfür? Was war der beste Beleg hierfür, dass es sich um keine antisemitische Handlung handeln konnte und dass wir keine Grundlagen für Antisemitismus in der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam vorfinden? Was hatten wir gesagt über das jüdische Leben in Medina? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Es gab nicht nur diese drei Hauptstämme, die dann, gegen die der Prophet gekämpft hat, sondern es gab noch viele andere Unterstämme, welche noch nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also über seinen Tod hinaus, in Medina lebten. Und wir hatten einen sehr, sehr schönen Hadith aufgezeigt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gestorben ist, sein Schild bei einem Juden für 30 Sa' Datteln, also 30 ist unsere Maßeinheit, ja, für 30 Sa' Datteln als Pfand hinterlassen hatte. Woher kam dieser Jude? Er lebte in Medina. Aber er gehörte nicht einer dieser drei Hauptstämme an, gegen die der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgegangen ist und gegen die er gekämpft hatte. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Und jetzt wollen wir uns inshallah ta'ala mit den restlichen Ereignissen zwischen der Schlacht von Badr und der Schlacht von Uhud beschäftigen. Und wir werden sehen, dass es hier ein Hin und Her gab. Und auch hier gab es ein Ereignis, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer wieder von Islamgegnern und Islamhassern vorgeworfen wird. Wir werden inshallah ta'ala gleich auf dieses Ereignis etwas näher eingehen und werden versuchen zu verstehen, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gehandelt hat. Zunächst erst einmal gab es dann im Monat Dhul-Hijjah, im sozusagen zweiten Jahr nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Schlacht, welche bekannt ist unter dem Namen Ghazwat As-Sawiq. Wie heißt sie? Ghazwat As-Sawiq. Die Schlacht von As-Sawiq. Worum ging es hier? Es ging hier darum, dass Abu Sufyan, der Anführer der Mekkaner gewesen ist, und ihr erinnert euch vielleicht diejenigen, die bei der Schlacht von Badr dabei gewesen sind, dass Abu Sufyan ja auch die Karawane der Quraysh von Mekka nach Ascham geführt hat. Also er war einer der wichtigsten Anführer der Quraysh gewesen. Und Abu Sufyan
hat 200 Männer gesammelt, 200 Reiter gesammelt, welche nach Medina im Geheimen geritten sind. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, was uns auch später helfen wird. Das zweite Vorgehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegen einen jüdischen Stamm zu verstehen, nämlich gegen den Stamm der Banu Nadir. Und zwar haben die Banu an-Nadir ihn empfangen. Muss man sich vorstellen, es gibt ein Abkommen, man lebt in einer Stadt, auf einer Grundlage, und jetzt kommt ein Feind von außen mit 200 Reitern, will Medina angreifen, findet aber Unterschlupf bei dem Banu Nadir, die den Vertrag mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam unterschrieben haben. Also eigentlich kann man von was ausgehen? Von Hochverrat. Sie haben ihn aufgenommen, gastfreundlich behandelt, beehrt. Normalerweise hätten sie sofort dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Bescheid geben müssen. Und was macht jetzt Abu Sufyan? Abu Sufyan, er verbrennt jetzt einige Datteln von den Ansar. Medina ist eine kleine Stadt gewesen, in der die Menschen in erster Linie was betrieben haben? Ackerwirtschaft. Sie hatten Dattelpalmen, bis in unsere heutige Zeit. Um ganz Medina herum findet man immer noch ganz viele Dattelpalmenplantagen. Ganz, ganz viele. Ja, wenn man auch mit einer Umrah-Gruppe oder einer Hajj-Gruppe dorthin geht, dann fährt man manchmal raus mit dem Bus und schaut sich solch eine Dattelpalmenplantage an und kann dort dann auch Datteln kaufen. Und auf jeden Fall, was macht jetzt der Abu Sufyan? Er möchte sich rächen an der Niederlage oder für die Niederlage gegen die Muslime in der Schlacht von Badr. Und er zerstört einige der Datteln von den Muslimen mitten in der Nacht. Und ganz, ganz wichtig, er tötet auch noch zwei muslimische Männer. Und nachdem er das getan hat, flieht er mit den 200 Männern. Also es war so eine Art Blitzangriff gewesen in Medina. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mitbekommt, versucht er ihn noch einzuholen, aber sie schaffen es nicht. Warum? Weil nämlich Abu Sufyan den ganzen Proviant, den er bei sich hat, und den ganzen Ballast, den er mit sich trägt, unter anderem auch einige der Datteln, die sie bei sich hatten, einfach hinter sich lässt. Und deswegen wurde diese Schlacht als was bezeichnet? Als Raswat al-Sawiq. Warum? Weil sie nämlich Sawiq hinterlassen haben. Das ist, glaube ich, meines Wissens, ja, ist das eine Maßeinheit von Datteln, welche sie dann einfach als Ballast abgelassen haben, damit sie leichter sind und somit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam entkommen konnten. Eine ganz kurze Sache, ein Blitzangriff seitens der Quraysh, der aber eine Sache verdeutlicht. Und zwar die Situation, in der sich die Muslime befunden haben. Es war eine sehr gefährliche Situation gewesen. Man musste jederzeit einen Angriff erwarten. Und jegliche Form von Verrat musste dementsprechend von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam auch hart bestraft werden. Jetzt kommt es zu einer weiteren Rasur, wo jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam einigen arabischen Stämmen entgegenmarschiert. Diese Schlacht wird bezeichnet als Raswat Qarqarat al-Qudr. Wie heißt die? Raswat Qarqarat al-Qudr. Es ist ein Ort, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Anfang des dritten Jahres im Monat al-Muharram hatte er ungefähr 200 Gefährten mit sich genommen. Warum? Weil er nämlich gehört hat, dass eine Gruppe von den Stämmen der Banu Sulaym, der Ratafan und einige andere arabische Stämme sich versammelt haben an einem Ort mit dem Namen Qarqarat al-Qudr. Und was machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er wollte ihnen zuvorkommen, als eine Art Präventivschlag. Und er ritt ihnen oder marschierte ihnen entgegen mit 200 Männern, sodass sie völlig unvorbereitet gewesen waren.
und einfach die Flucht suchten. Was hinterließen sie? Sie hinterließen das gesamte Vieh, was sie bei sich hatten, sodass die Muslime dann auch eine Beute mit nach Medina mitnehmen konnten. Das war es gewesen. Aber was verdeutlicht das nochmal einmal? Es verdeutlicht die Situation der Muslime in dieser Zeit. Von allen Seiten wurden sie angegriffen. Nicht nur von den Quraysh, sondern auch von anderen Stämmen, die vielleicht dann verbündet gewesen waren mit den Quraysh. Und das zeigt uns, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr aufpassen musste. Ganz genau schauen musste, wer an seiner Seite steht. Und dementsprechend auch Verrat hart bestrafen musste, weil würde er dies nicht tun, hätte man dies als Schwäche gewertet und man hätte dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann auch noch von innerhalb von Medina angegriffen, also nicht nur von außerhalb, sondern auch noch von Medina direkt. Und dementsprechend musste der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen jegliche Form von Verrat hart vorgehen. Und das führt uns jetzt zu dem Hauptereignis, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Und zwar geht es um die Ermordung, oder besser gesagt die Liquidierung, die Ermordung von Ka'b ibn al-Ashraf. Von wem? Ka'b ibn al-Ashraf. Ich muss euch vorstellen, wenn ihr mal so ein bisschen sucht auf islamophoben Seiten, dann findet ihr immer wieder genau das. Ja, der edle Dichter Ka'b ibn al-Ashraf, jüdischen Glaubens, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liquidiert wurde und ein Mordkommando ihn dann umgebracht hat. Und er wird als Held dargestellt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird als Täter dargestellt. Und es wird so dann dargestellt, als wäre der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch, der keinerlei Kritik ertragen kann von seinen Feinden. Und jemand, der dünnhäutig ist, ein Diktator, der jeden umbringen lässt, der auch nur kleinste Kritik an seiner Person äußert. Wir werden aber sehen jetzt anhand dieser Geschichte und anhand der Umstände, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam genau das Gegenteil davon gewesen ist. Und wie wir es das letzte Mal auch aufgezeigt haben, dass unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals jemandem Schaden zugefügt hat, der ihn persönlich als Mohammed angegriffen hat. Sondern immer, wenn er selbst angegriffen wurde, hat er im Grunde genommen nichts anderes getan, als die Worte Allahs umzusetzen, in denen Allah Ta'ala zu ihm sagt, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Und wenn die Törichten mit ihnen sprechen, also mit den Gläubigen, dann sagen sie was? Dann sagen sie Salama, Friede sei mit euch. Wa'arid anil jahilin, und wende dich ab von den Törichten. Also Allah Ta'ala, er hat die Muslime und direkt unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu aufgefordert, dass er dem überhaupt kein Gewicht schenken soll, keine Aufmerksamkeit schenken soll. Und wenn ihn jemand persönlich beschimpft, er im Grunde genommen einfach von ihnen ablassen soll und sogar mit schönen Worten antworten soll, indem er nämlich zu ihnen sagt, Friede sei mit dir, mit solchen Worten habe ich nichts zu tun. Und genau das hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder getan. Und es gab sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur beschimpft wurde, sondern sogar Leute ihm gegenüber handgreiflich wurden und ihm wehgetan haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nur gesagt, gelächelt hat und gesagt hat, gibt ihm, was er möchte. Ihr könnt euch erinnern, ja, haben wir, glaube ich, letztes Mal auch erwähnt gehabt, wo dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt wurde, sei gerecht, O Muhammad, ja, sei gerecht, O Muhammad, gib mir von dem Vermögen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Und dann zieht dieser Wüstenaraber an seinem Gewand, sodass ein roter Abdruck entsteht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelt einfach nur und sagt, gib ihm, was er möchte. Das war die Reaktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Regel gewesen. Wie ist es jetzt aber mit diesem Ka'b ibn al-Ashraf und auch mit einigen anderen Vorfällen? Die Geschichte von Ka'b ibn al-Ashraf, das muss man hier auch hinzufügen, wird authentisch überliefert, auch unter anderem bei Bukhari. Es gibt wiederum andere Geschichten, welche ohne Isnad, das heißt ohne Überliefererkette, überliefert werden, sodass wir gar nicht wissen, ob sie wirklich vorgefallen sind oder nicht. Aber diese Geschichte wird wirklich authentisch überliefert. Wer ist jetzt zunächst einmal dieser Ka'b ibn al-Ashraf?
Der Garten bin Aschraf ist zunächst erst einmal ein Medinenser. Und er gehörte den Juden der Banu an-Nadir an. Er war halb Araber, halb Jude. Sein Vater war Araber gewesen, seine Mutter war Jüdin gewesen. Wir wissen, bei den Juden ist es so, ja, oder meistens war es so gewesen in der Geschichte, ja, bis in unsere heutige Zeit, dass wenn du eine jüdische Mutter hast, bist du automatisch was? Bist du automatisch Jude. Und deswegen war Ka'b ibn Ashraf ein Jude gewesen. Und deswegen sagt man immer, Ka'b ibn Ashraf, el-Yahudi, der Jude. Und auf jeden Fall war Ka'b ibn Ashraf ein sehr gut aussehender Mann gewesen. Und das ist sehr, sehr interessant, dass die Überlieferungen, die wir diesbezüglich haben, viele von denen sind nicht authentisch, aber einige auch, die authentisch sind, Ka'b ibn Ashraf sogar als edlen Mann beschreiben. Und dann kann man sich natürlich fragen, wird hier nicht etwas beschönigt? Er wird hier als Held dargestellt? Oder ist es vielleicht auch so, dass die Muslime sehr ehrlich gewesen sind in ihrer Überlieferung und nichts verschönert noch umgekehrt etwas schlecht dargestellt haben, wenn es an sich etwas Schönes gewesen ist? Und wir müssen davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich sehr ehrlich gewesen sind und auch seine positiven Eigenschaften überliefert haben. Er war gut aussehend gewesen, er hat immer teures Parfüm gehabt. Er war ein Frauenschwarm gewesen, die haben ihn geliebt, die Frauen. Er liebte auch Frauen, ja, so wird es überliefert. Ja. Und er war, und das ist ganz, ganz wichtig, ein sehr, sehr bekannter Dichter gewesen. Nach der Eroberung von, oder nach der Schlacht von Badr, wo die Muslime gesiegt haben, macht jetzt Ka'b ibn Ashraf Folgendes. Und zwar, er bleibt nicht in Medina, sondern er geht nach Mekka. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, zunächst erst einmal sagt er einige Gedichte auf, in denen er trauert über die Niederlage der Quraysh in der Schlacht von Badr. Das an sich wäre eigentlich schon eine Form von Verrat. Stell dich mal vor, das ist ein Staatsfeind, ja, und du stellst diesen Staatsfeind als etwas Positives dar. Ja. Nehmen wir mal an, ja, der IS Abu Bakr al-Baghdadi, der jetzt im Übrigen auch umgebracht wurde, auch durch eine Aktion, das wird von allen gut geheißen heutzutage, was ganz normal ist, man hat Abu Bakr al-Baghdadi jetzt umgebracht durch einen Spion, der dann, oder einen V-Mann, ja, der dann gesagt hat, wo er sich befindet, und dann haben sie die Amerikaner ihn bombardiert und jetzt ist er tot. Ja. Das ist etwas Gängiges, auch in unserer heutigen Zeit etwas Gängiges, dass man einfach einen Feind ausschaltet. Und auf jeden Fall, stellt euch mal vor, ja, jemand hier in Deutschland, er lobt den IS. Und dann hatten Leute, die das gemacht haben. Damit kann man sich strafbar machen. Man kann sich damit strafbar machen. Aber es geht noch weiter. Und zwar, er ist nach Mekka gegangen. Und er hat sich in Mekka mit den Quraysh getroffen, den Anführern der Quraysh. Unter anderem auch mit Abu Sufyan, der erst einige Wochen oder einige Monate zuvor was getan hat, Medina angegriffen hat und zwei Männer in Medina getötet hat und die Palmengärten einige der Ansar zerstört hat und vernichtet hat. Und er trifft sich mit ihnen und er versucht, die Mekkaner davon zu überzeugen, dass sie noch einmal einen Angriff auf Medina unternehmen. Und er hetzt die Mekkaner gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf. Und er geht sogar so weit, als er dann gefragt wurde, ja, von Abu Sufyan, Unashiduka Allah, ich bitte dich bei Allah, Adinuna ahabbu ila Allah, Adinu Muhammadin wa ashabi. Ist unsere Religion besser? Oder ist unsere Religion bei Gott beliebter oder die Religion von Mohammed und seinen Gefährten? Und wer ist näher an der Wahrheit und näher an dem Herrn? Woraufhin Ka'b ibn Ashraf sagte, Antum ahda minhum sabil. Ihr seid sozusagen Rechtgeleiteter. Wir dürfen nicht vergessen, Ka'b ibn Ashraf war was gewesen? Jude. Wie kann ein Jude behaupten, dass Polytheisten, die Götzen anbeten, Allah näher sind als jemand, der sich gegen den Götzendienst stellt und die Menschen zum reinen Tauhid, zum reinen Ein-Gott-Glauben aufruft. Und das zeigt noch einmal, wie einige Feinde des Islams auch heutzutage sind. Auch in unserer heutigen Zeit. Sie wissen ganz genau, dass die Muslime ihnen eigentlich sehr, sehr nah sind.
Und trotz alledem versuchen sie mit allen Mitteln, gegen die Muslime zu hetzen. Sie sind sogar bereit, als Türken oder Araber, die ursprünglich Türken oder Araber sind, ja, zu Veranstaltungen der AfD zu gehen, wo sie ganz genau wissen, dass die AfD gegen jegliche Form von Ausländern ist. Nicht nur gegen die Muslime, eigentlich auch gegen sie. Aber nur nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist auch mein Feind, ja, gehen sie dorthin und unterstützen solche Veranstaltungen, um dann dort Applaus zu bekommen und zu hetzen gegen die Muslime. Und genau das hat Ka'b ibn Ashraf gemacht. Und so handeln heutzutage auch einige Islamfeinde. Die haben überhaupt kein Problem, sogar mit dem Teufel zusammenzuarbeiten, nur damit sie gegen die Muslime hetzen können. Und Ka'b ibn Ashraf sagt dann, natürlich, ihr seid Rechtgeleitete, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich auch einen Vers in Surat An-Nisa herabgesandt hat, in dem er sagt, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Hast du nicht jene gesehen, welche einen Teil vom Buch bekommen haben, also die Leute der Schrift? يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. Sie glauben an, sozusagen, Jibt ist eine Form von, glaube ich, also وَالطَّاغُوتِ ist sozusagen alles, was sich gegen Allah stellt. Jibt ist eine Form von Zauber und Magie. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Und sie sagen zu denjenigen, die ungläubig sind, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Jene, also die Polytheisten, die Götzenanbeter, sind rechtgeleiteter als diejenigen, die glauben, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie nicht rechtgeleiteter sind. Und wir wissen auch heutzutage, dass die Juden ein großes Problem mit jeglicher Form von Polytheismus haben. Ich habe selbst mit jüdischen Rabbinern, orthodoxen jüdischen Rabbinern zusammengearbeitet, wir haben einen Dialog gehabt, ja, und als es dann darum ging, eine Kirche zu gehen, wir als Muslime haben kein Problem, in eine Kirche zu gehen, hat er gesagt, wir dürfen keine Kirche betreten, eine Moschee können wir betreten, aber eine Kirche nicht. Warum dürfen wir das als Juden nicht? Wir dürfen das nicht, weil es dort Kruzifixe gibt und Bilder und Ikonen, und das widerspricht ganz klar unserem Glauben. Das heißt, er ist in keine Kirche gegangen aufgrund von Kruzifixen. Wie ist es denn erst mit richtigen Götzen? Und wie kann dann jemand wie Ka'b ibn Ashraf behaupten, die Polytheisten, die Götzen anbeten, sind rechtgeleiteter als die Muslime, die nur an einen einzigen Gott glauben? Aber es ist, wie gesagt, diese Feindseligkeit. Das heißt, Ka'b ibn Ashraf, er geht nach Mekka. Er hetzt gegen die Muslime und gegen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Mekka. Dann schreibt er noch einige oder sagt einige Gedichte auf. Und es wird dann überliefert, dass er dann auch, wie gesagt, über die Frauen der Muslime in einer nicht schönen Weise gesprochen hat. Aber das ist nicht der Grund gewesen, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn tot sehen wollte, sondern der eigentliche Grund ist gewesen, er hat Hochverrat begangen. Und zwar auf ganzer Linie. Und das in einer Situation, wo die Muslime in Medina von allen Seiten angegriffen werden. Und deswegen wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass er getötet wird. Und es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ja, dass wer ist bereit, sozusagen Ka'b ibn Ashraf, der Allah und seinen Gesandten Schaden zugefügt hat, Ka'b ibn Ashraf zu töten. Woraufhin Muhammad ibn Maslama mit einem anderen Sahabi Abu Na'ila, der im Übrigen der Bruder von Ka'b ibn Ashraf in der Milchgeschwisterlichkeit gewesen ist, also Achuhu min al-Rada, sie hatten dieselbe Mutter oder dieselbe Stillamme gehabt, die sie gestillt haben. Beide haben sich bereit erklärt, den Ka'b ibn Ashraf jetzt zu töten. Und zwar nur aufgrund des Hochverrats, aus keinem anderen Grund. Ganz, ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Bevor sie sich auf den Weg machten, sagte Muhammad ibn Maslama zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, o Gesandter Allahs, bitte erlaubt mir, ihm etwas zu sagen. Was meint er damit? Das heißt, etwas zu sagen, was eine List ist, wo er so tut, als würde er etwas gegen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und gegen den Islam haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erlaubte es ihm. Was lernen wir daraus? Etwas, was der Prophet schon einmal gesagt hat, nämlich Al-Harbu Khida'. Al-Harbu Khida'. Krieg ist Täuschung. Im Krieg darfst du täuschen. Und im Krieg darfst du sogar lügen. Das ist erlaubt. Weil du wärst schön doof, wenn du immer die Wahrheit sagen würdest, sodass dein Feind immer ganz genau weiß, was du tust. Und Muhammad ibn Maslama und Abu Na'ila haben sich jetzt auf den Weg gemacht
zu Ka'b ibn Ashraf, er lebte ja in Medina sozusagen. Und im Übrigen die Festung, er hat eine richtige Festung gehabt, schon fast ein Schloss, gibt es immer noch heutzutage. Also man kann immer noch im Süden von Medina ja, das Schloss oder die Ruinen von Ka'b ibn Ashraf sehen. Es gibt auch Bilder auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen und im Internet. Und sie begaben sich dorthin und sie haben sich dann erst einmal ausgelassen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und beschwert, der ist gekommen, hat uns hier das Leben schwer gemacht. Und dann meinte Ka'b ibn Ashraf, habt ihr das jetzt auch bemerkt? Jetzt erst, ja, also schon viel zu spät. Ja. Und dann sagten sie zu ihm, wir bitten dich, dass du uns ein paar Datteln leist. Wir brauchten Datteln, wir brauchten Essen. Es war nur ein Vorwand gegeben. Und dann meinte er, okay, was gebt ihr mir dafür? Ich möchte dafür eure Frauen haben. Dann meinten sie, unsere Frauen? Sag er, das war jemand gewesen, der nur Frauen im Kopf hatte. Ja? Wir möchten dafür, ich möchte dafür als Pfand eure Frauen haben. Dann meinten sie, was werden dann die anderen Leute über uns sagen, wenn wir dir unsere Frauen geben? Du bist doch Ejmalul Arab, du bist der Schönste unter den Arabern. Okay, dann eure Kinder. Meinten sie, was werden dann die Araber sagen? Ja, können wir nicht machen. Dann meinte er, okay, dann gebt mir, ja, wenn ihr das nicht könnt, eure Rüstungen. Dann meinten sie, okay, lasst uns am Abend treffen. Und sie machten einen Treffpunkt aus. Und Ka'b ibn Ashraf, und das wird jetzt überliefert, wir wissen nicht genau, wie, also woher das jetzt sozusagen der Überlieferer weiß, deswegen ist das halt ein bisschen merkwürdig. Aber es wird jetzt überliefert, dass seine Frau zu ihm sagte, ich habe ein mulmiges Gefühl, geh nicht alleine. Woraufhin er gesagt haben soll, ja, das sind dann sozusagen seine Worte, die er gesagt haben soll, ja, dass derjenige, der Karim ist, der edelmütig ist, selbst wenn er weiß, dass er getötet wird, er würde zu jeder Einladung gehen. Und dann machte er sich auf den Weg, der große Held, ja, und sie haben jetzt etwas ausgemacht. Und sie haben gesagt, okay, einer von uns wird sagen, dein Kopf riecht zu gut. Lass mich deinen Kopf riechen. Und sobald dann derjenige den Kopf festhält, kommt der andere und sticht auf ihn ein. Und genau das ist geschehen. Sie meinten zu Ka'b ibn Ashraf, oh, du hast ein so tolles Parfüm, was benutzt du für ein Parfüm? Dürfen wir mal deinen Kopf riechen? Und er meinte, bitte. Dann wollte er seinen Kopf riechen, aber konnte ihn noch nicht fassen. Er meinte, darf ich nochmal riechen? Meinte er, bitte. Und dann hat er seinen Kopf festgehalten und meinte, jetzt schlag auf ihn ein. Und sie haben ihn auf ihn eingeschlagen, so dass er getötet wurde. Er hatte noch jemanden anderen bei sich. Es kam zu einem Kampf. Der eine Sahabi wurde verletzt. Und dann gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie berichteten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber, dass sie Ka'b ibn Ashraf getötet haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte Takbir. Das müsst ihr euch vorstellen. Er wurde liquidiert. Er wurde getötet. In einem Hinterhalt. Jetzt kann man sich fragen, warum in einem Hinterhalt? Warum haben sie nicht einfach ihn einfach direkt getötet? Man muss sich vorstellen, wie die Situation in Medina gewesen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte ihn niemals direkt töten können. Die Banu Nadir hätten ihn niemals einfach so hergegeben. Und deswegen musste der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau diese Kriegslist anwenden, damit sie Ka'b ibn Ashraf auf der einen Seite beseitigen können und auf der anderen Seite dem Banu Nadir, also dem anderen jüdischen Stamm, zeigen können, wenn ihr ebenfalls Verrat begeht, dann könnte euch dasselbe geschehen wie Ka'b ibn Ashraf. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Banu Nadir nichts gemacht haben. Das Einzige, was sie getan haben, war, sie haben sich beschwert, wie kannst du so etwas tun? Woraufhin er ihnen gesagt hat, was er getan hat, und sie haben nichts getan, weil sie ganz genau wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Recht dazu hatte, was er getan hat, und haben dann sozusagen gemerkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Hochverrat auch ernst umgeht und Hochverrat nicht zulässt. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist sozusagen jetzt dieses Ereignis der Ermordung von Ka'b ibn Ashraf gewesen, ja, welches wir verstehen müssen in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Weil wenn wir das verstehen, dann werden wir merken, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hier als ein Führer gehandelt hat in einer schwierigen Situation, wo er ein Exempel statuieren musste an eine Person, welche gegen die Muslime Hochverrat begangen hat und welche es beinahe geschafft hat, die Quraysh gegen die Muslime aufzuhetzen. Kommen wir jetzt noch zu zwei oder drei
restlichen Ereignissen, die wir nur kurz erwähnen werden, insha'Allah ta'ala. Und zwar, einmal nach der Ermordung von Ka'b ibn Ashraf kam es zu einer weiteren Schlacht, einer weiteren Ghazwa. Und zwar die sogenannte Ghazwa von Dhi Amr. Dhi Amr. Dhi Amr ist ein Ort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat mitbekommen, dass der Stamm der Ghatafan sich bei Dhi Amr, und das befindet sich in Najd, das heißt im Herzen der arabischen Halbinsel, dort versammelt haben gegen die Muslime. Und auch hier machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder was? Er wollte ihnen zuvorkommen durch einen Präventivschlag, und er begab sich jetzt mit circa 450 Männern Richtung Dhi Amr. Und sie kamen dann dort an im Monat Rabi' al-Awwal, und zwar ganz konkret am 12. Rabi' al-Awwal. Manche sagen, das ist der Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Im Übrigen befinden wir uns jetzt am Anfang des Monats Rabi' al-Awwal, also dem Monat, in dem unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geboren wurde. Und jetzt kam es zu einem sehr, sehr interessanten und auch bekannten Ereignis. Und zwar, die Muslime haben sich jetzt an einem Ort niedergelassen. Der Feind hat die Muslime beobachtet aus einem Hinterhalt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er legte sich unter einem Baum, weil er nämlich an diesem Baum sein nasses Gewand aufhing. Und was hat er ebenfalls aufgehangen? Seine Rüstung und seine Waffe. Und jetzt kam aus dem Hinterhalt ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er nahm das Schwert, stellte sich vor ihn, und er dachte, er könnte jetzt die Sache beenden, ein für alle Mal. Und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Schwert war an seinem Kopf gewesen: Man yamna'uka minni al-yawm? Wer wird dich heute vor mir bewahren und schützen? Ist vorbei. Deine Geschichte ist vorüber. Khalas. Wahrscheinlich hätten wir niemals wieder etwas von Mohammed gehört, weil der Islam wahrscheinlich in seinem Keim erstickt worden wäre. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er antwortete jetzt mit dem Vertrauen eines Mu'mins, einfach nur mit einem einzigen Wort, mit dem Wort Allah. Allah wird dich davon abhalten. Und in diesem Moment fiel das Schwert aus der Hand dieses Mannes. Er war wie gelähmt gewesen. Das Wort Allah hat ihn gelähmt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nahm das Schwert in die Hand, legte es dann an seinen Hals oder an seinen Körper, und er fragte ihn: Und wer wird dich jetzt von mir abhalten heute? Woraufhin der Mann sagte: Keiner. Ich habe keinen Allah. Du hast Allah, ich habe keinen Allah. Ja? Wer wird dich abhalten? Keiner. Er wusste nicht, was er sagen soll. Und jetzt sehen wir anhand des Verhaltens unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass unser Prophet nie aus Rache für sich selbst gehandelt hat. Subhanallah. Nie. Er hätte den Mann einfach jetzt töten lassen können, oder? Einfach hinrichten lassen können. Wenn wir sagen, er ist blutrünstig gewesen, dünnhäutig gewesen, hat keine Kritik akzeptiert. Wenn er wirklich so wäre, was hätte er gemacht? Er hätte ihn, Allahu a'lam, noch foltern lassen, vierteilen lassen und weiß ich nicht was. Aber er hat ihm vergeben. Er hat ihm einfach vergeben. Und er wurde Muslim, dieser Mann. Und er kehrte zurück, erzählte seinem Volk, was geschehen war, hat sie zum Islam eingeladen. Und ich weiß jetzt nicht, es wird jetzt hier nicht geschrieben, wie viele von ihnen wirklich Muslime wurden, ja? Aber stellt euch mal vor, jemand, der erst gerade den Prophet sallallahu alaihi wa sallam töten wollte, wird Muslim und wird nicht nur Muslim, er wird zu einem Da'i, der die Menschen zu Allah einlädt. Aufgrund dessen, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Und daran sehen wir all diese Vorwürfe, die wir haben gegen den Islam, gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, die sind an den Haaren herbeigezogen. Und diese Menschen, die nehmen einfach eine Geschichte, reißen sie aus dem Kontext und sagen, ah, guck mal, hier ist der Prophet. Ja? Das ist der Prophet, ja? Der ist so, der hat Menschen ermordet und weiß ich nicht was. Ja, in welchem Kontext? Warum? Aus welchem Grund? Was hat ihn dazu gebracht?
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war nicht nur Prophet, er war auch gleichzeitig Anführer eines Volkes gewesen, einer Stadt. Er musste sie beschützen, er musste hart durchgreifen in bestimmten Situationen. Und trotzdem hat er die Moral bewahrt. Wie letzte Mal erwähnt wurde, er hat die Moral bewahrt. Und deswegen müssen wir dankbar sein, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam all diese Funktionen innehatten. Weil er somit ein Vorbild wirklich in allen Bereichen des Lebens ist für jeden Menschen. Und es wird gesagt, dass unter anderem folgender Vers dann später auch diesbezüglich herabgesandt wurde. Und zwar der Vers in Surat Al-Ma'idah. Ja, ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. O, die ihr glaubt, gedenkt der Gnade Allahs euch gegenüber. Idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum. Als ein Volk versucht hat oder eine Gruppe von Menschen versucht hat, ihre Hand gegen euch auszustrecken, fakaffa aydiyahum ankum. Und er ihre Hände von euch abgehalten hat. Es ist immer ganz, ganz wichtig, wenn wir über die sogenannten Asbab al-Nuzul sprechen, über die Offenbarungsanlässe, müssen wir wissen, dass es häufig verschiedene Anlässe gibt, die erwähnt werden. Und manchmal muss das nicht der direkte Anlass sein. Manche Gelehrte sagen, Allah hat das herabgesandt, ja, aus diesem Grund, oder manche Überlieferer, aber meinen damit eigentlich nur, dass dieser Vers sich unter anderem auch auf was bezieht? Unter anderem auch auf dieses Ereignis. Aber ob jetzt wirklich dieser Vers aufgrund dieses Ereignisses herabgesandt wurde, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Es kommen noch zwei ganz kurze Ereignisse, die wir nur erwähnen, insha'Allah ta'ala, wo nicht viel geschehen ist. Und zwar einmal die sogenannte Ghazwat Buhran, die Schlacht von Buhran, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit 300 Sahabe unterwegs gewesen ist gegen die Quraysh. Ja? Aber es kam zu keinem Kampf zwischen den Quraysh und zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dann auch noch die Sariya, ja, die Unternehmung von Al-Qarada, die Unternehmung von Al-Qarada, wo Abu Sufyan mit seiner Karawane versucht hat, einen anderen Weg zu beschreiten und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Zayd ibn Haritha ihnen hinterhergeschickt hat und sie es auch geschafft haben, die Karawane einzuholen und sehr viel Silber nach Medina gebracht haben. Also ihr seht, es war ein Hin und Her gewesen, also eine ganz, ganz komplexe Situation zwischen Badr und zwischen Uhud, und am Ende hat es dann zu der Schlacht von Uhud geführt, welche wir ausführlich besprochen haben. Nächstes Mal, insha'Allah ta'ala, werden wir uns dann mit den Ereignissen beschäftigen, welche nach der Schlacht von Uhud stattgefunden haben. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر